total geklappt, wenn Menschen böse Sachen und dann auch noch die ganze Welt in Schuld und Asche legen wollen. Ich meine, das ist ja nur richtig böse. Aber keiner will drüber reden. Neulich war ich im Fernsehen. Nein, ich bin zu keiner Weihnachtsshow eingeladen worden. Dabei bin ich so eine tolle deutsche Blusenkostüm. Harper Kerkeling durfte sich über Jesus lustig machen. Mit seinem Schlemmer vorgelesen aus dem Weihnachtsbuch, die Geschichte über Bethlehem. Und man hat überhaupt keine Freude dabei erlebt, weil Herr Schlemmer so ein Ich-bezogener, ein Egozentriker ist. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Da sollte man lieber Nina Hagen noch mit dazu einladen, dann hat man wenigstens was von der Mucke. Weil Nina Hagen kommt mit Jesus im Doppelpack. Und dann gibt es wenigstens schöne Musik. Der Harpe Kerkeling ist doch eigentlich ein guter Musiker. Ich verstehe nicht, wie kann man nur so schlecht sein? Und das zu Weihnachten.